Hallo und willkommen zu einem Video. Ja, heute geht es mal für ein paar Stunden hier am Mittag bis Nachmittag, ich denke mal so 18, 19 Uhr, raus. Habe die Stelle gestern mal ein bisschen vorgefüttert. Wir sind an der gleichen Stelle, am gleichen See wie beim letzten Video auch. Bevor wir aber jetzt mit dem Video starten, wollte ich noch eine Kleinigkeit verkünden. Und zwar habe ich den Wehrfishing Shop aufgegeben. Es ist halt so mit Frau, Kind, Hauptberuf noch und dann noch der Shop ist einfach viel zu viel. Da kommt man nicht so viel zum Angeln und ja, der Schritt war nicht leicht, aber ich denke, es ist die richtige Entscheidung und ja. Jetzt werden sich viele fragen vielleicht, welche Köder ich jetzt weiter fischen werde. Und zwar habe ich die Boilies, Knoblauchfisch und Ananas habe ich ja bei Selfmade Baits abrollen lassen und das war der erste Rollservice, wo mir von Anfang an zugesagt hat. Und ja, das habe ich jahrelang machen lassen habe. Und ich werde jetzt Selfmade Baits weiterfischen, nämlich die Köder von der Firma. Wem die Firma nichts sagt, ich werde einen Link unter das Video packen. Da könnt ihr euch mal schauen, was da alles so gibt. Und zwar Bait Powder, Stick Mix, sehr, sehr hochwertige Boilies. Das ist für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und zwar möchte ich einen Boilie haben, der sehr aktiv und attraktiv ist und sehr hochwertig ist. Deswegen habe ich mich für diese Firma entschieden, da ich auch sehr gute Erfahrungen schon über Jahre habe. Ja, so viel dazu. Jetzt werde ich eine Kleinigkeit aufbauen. Wetterschutz, vielleicht wird es heute ein bisschen regnen. Der Wind frischt auf. Sehr gutes Wetter für den Karpfen. Westwind. Und ja, Luftdruck ist auch schön weit unten. Wir werden es sehen. Also, ich baue jetzt mal auf und dann sehen wir uns wieder. So, alles ist aufgebaut. Jetzt geht's ans Futter. Und zwar fische ich auf der einen Route ein Lighthook-Bait. Das ist nämlich so etwas leichterer Hakenköder, der auch etwas mehr Resistenz mit sich bringt. In der Sorte Pine Nut, das wird die rechte Route sein. Da werde ich dazu noch 22er füttern. Ebenfalls Pine Nut, da werde ich aber einen kleinen Mix draus machen. Und zwar habe ich hier den Milky Tiger Nut Liquid. Dazu gebe ich hier noch den Stick Mix dazu. Das zeige ich aber auch noch. Und auf der anderen Route habe ich hier den Crab and Garlic. Auch in 22 mm. Da haben wir hier als Hakenköder haben wir hier einen härteren Boilie, der, ich zeige es mal kurz, der auch schon eingelegt ist. Ja. Das ist der Vorteil halt, dass der auch noch mit sich mehr Aktivität mit sich bringt. Ja, so ist die Vorgehensweise. Simple Rigs, Blowback Rig, ganz normal. 90 bis 110 Gramm Bleie. Wir fischen hier am Ufer. Wie gesagt, einmal vorgefüttert. Wetter ist stopp. Wind ist da. Ich hoffe, der Regen, der kommt heute auch noch mal ein bisschen vorbei. Und dann hoffe ich, dass wir ein paar schöne Karpfen in den paar Stunden überlisten können. Also, jetzt machen wir den Stickmix aus dem besagten Pine Nut. Boilies haben wir hier in 22 mm. Ich mache jetzt auch nicht so viel. So, als nächstes geben wir den Milky Tiger Nut Liquid. Also das Zeug riecht und schmeckt einfach sehr gut. Da gehen wir jetzt ein bisschen drüber. Das ist sehr dickflüssig. Und dann wird das Ganze einfach so, dann wird das Ganze einfach so vermengt wie hier. Am besten ist, wenn man das jetzt vielleicht noch einwirken lässt, aber die Zeit haben wir nicht. Das machen wir so. Dann geben wir den Stickmix drüber.
auch sehr, sehr aromatisch. Übrigens stehen hier die ganzen Inhaltsstoffe mit drin, also sehr transparent, man weiß genau, was drin ist und gibt das einfach dann drüber und vermengt das Ganze wieder. Und so ist das Endergebnis, so sieht das aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin guter Dinge. Wie gesagt, das Wetter ist gut. Attraktives Futter ist da. Schnelle Wirkung. Jetzt bringen wir die Ruten raus. So, jetzt kommt die rechte Rute rein. Wie gesagt, mit dem Lightbait. Pine Nut in 18 mm. Ja, die Rute kommt jetzt hier vorne. Hinter dem Busch fängt eine Schilfkante an und ja, da sieht es schon recht interessant aus. Grund ist auch hart und ja, die Bäume, die sind noch im Weg, müssen ein Stück weiter vor. Das Wasser ist echt brutal hoch, ist jetzt auch ziemlich schwierig hier zum Auswerfen. Aber das kriegen wir hin. Genau. Super. Jetzt werden wir ein bisschen füttern, ein paar Kellen und das war's. So, wie gesagt, ein paar Kellen davon, gar nicht viel. Nur ein paar Boilies, dass da was liegt. Ja, wie gesagt, gestern haben wir vorgefüttert. Auch um die Uhrzeit. Und noch eine und fertig. Gerade ein paar Boilies, mehr nett. Noch ein Stück weiter links. Perfekt, das reicht. Jetzt die linke Rute. Da haben wir einen größeren Flachwasserbereich. Sieht auch sehr interessant aus. Aber auch nicht weit weg vom Ufer. Perfekt. Vielleicht 2 Meter tief. Tiefer ist es dort nicht. Jetzt werden wir ein paar 22er Crab and Garlic füttern mit einem Rohr. Und das reicht auch schon. So, es sind bereits circa 2 Stunden vergangen, kein Biss, Fische sind auch nicht gesprungen an dem See, wenn sie aktiv sind, springen sie eigentlich wie wild, aber ich habe nicht einen Fisch springen sehen, schlechtes Zeichen. Ja, aber jetzt fängt es so langsam an zu regnen, der Himmel hat sich richtig zugezogen, der Wind ist stärker geworden. Ja, jetzt warten wir mal ab. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ob wir nicht 1, 2 schöne Fische noch erwischen können. Ja, wir haben bereits nach 18 Uhr. Über den Tag ging echt gar nichts. Die Fische haben sich auch nicht zeigen lassen. Und ja, ich habe einen Biss bekommen auf den Crab and Garlic. Der Fisch hing allerdings fest, als ich die Rute wieder frisch machen wollte, lief die Rute mit dem Pine Nut ab. Ja, ein schöner Spiegler, schöne Färbung, richtig schön gekämpft.
Ja, jetzt werde ich die Route gleich wieder schnell wieder reinmachen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht kommt ja noch mal einer. Aber wie man sieht, ist echt zu warm. Vielleicht wollen die Fische am Tag nicht. Ja, jetzt gegen Abend hat es doch noch mal geklappt. So, Viertelstunde haben wir jetzt nur gewartet. Außer einem Zupfer kam da nichts. Wie gesagt, über den Tag haben sich die Fische gar nicht blicken lassen. Normalerweise hier bei dem See, wenn sie aktiv sind, sind sie schön am Springen. Aber das war heute nicht der Fall. Ich denke mal, es war einfach viel zu heiß. Die letzten Tage auch, über 30 Grad. Heute hat es zwar ein bisschen geregnet, aber das war auch nur 5 Minuten oder so. Und ja, 2 Bisse, ein Fisch bekommen, einen schönen Spiegler. Das ist so die Standardgröße hier. Aber gut, ich hoffe, euch hat das kurze, knackige Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.